Willkommen zu meinem Yoga-Programm gegen Winterblues. Diese Übungen sollen dich ja so ein bisschen durch den Winter bringen und dich etwas aufmuntern. Es werden hauptsächlich Rückbeugen sein und Drehhaltungen. Wir beginnen in der Rückenlage. Stell hierzu deine Beine auf, circa hüftbreit. Und dann beginne langsam das Becken nach oben anzuheben. Verzahn deine Finger unter deinem Becken und robb die Schulterblätter näher zueinander, sodass dein Brustkorb höher nach oben kommt und du ziehst das Kinn in Richtung Brustbein und versuchst aber dann vom Gefühl her, dein Brustbein nach oben in Richtung Kinn zu bringen. Die Arme sind ganz ausgestreckt und du bleibst hier und atmest tief ein und aus. Versuche, deine Knie in Position zu halten. Dein Blick geht in Richtung Decke nach oben. Und deine Atmung fließt sanft durch deine Nase ein und aus. Wenn du einatmest, weitet sich der Brustkorb. Wenn du ausatmest, zieht der Brustkorb sich sanft wieder zusammen. Halte hier noch zwei Atemzüge. Und dann löse langsam auf, Finger auseinander, roll wieder Wirbel für Wirbel auf den Rücken ab. Zieh die Oberschenkel an den Brustkorb ran und leg die Knie nach rechts ab. Dann versuche den linken Arm lang von dir wegzustrecken. Und versuche die linke Schulter in Richtung Matte zu ziehen. Alternativ kannst du den rechten Arm unter deine Beine legen und die Oberschenkel an den Brustkorb ranziehen. Bleibe hier noch vier Atemzüge. Und dann löse langsam auf und bring die Knie auf die linke Seite. Der Blick bleibt in Richtung Decke gerichtet. Breite den rechten Arm zur Seite aus und versuche die rechte Schulter in Richtung Boden zu ziehen. Und dann lässt du dich in diese Haltung hineinsinken. Gib das Gewicht von deiner rechten Schulter nach unten ab. Alternativ kannst du auch die rechte Handfläche zur Decke drehen. Dadurch öffnest du dein Schultergelenk etwas mehr. Dann bleibe hier noch vier Atemzüge. Dann löse langsam auf, roll dich über die Seite nach oben zum Sitzen. Und stütz dich mit beiden Händen ab. Atme ein, heb deinen Brustkorb nach oben an, heb das Becken nach oben an. Alternativ kannst du ein Bein ausstrecken und dann halte die Position hier. Noch zwei Atemzüge und dann löse auf, Seite wechseln, das Becken nach oben. Dann langsam wieder absenken. Lass dein linkes Bein ausgestreckt und flex den linken Fuß und zieh den rechten Fuß rüber. Dreh dich hier nach rechts auf, verlängere deine Wirbelsäule, atme hier tief ein, kreis den Arm nach hinten und heb deinen Brustkorb diagonal nach rechts oben zur Decke an. Zieh die Schulterblätter zusammen, das heißt, du hast hier eine Drehung und eine Rückbeuge. Und dann löse langsam auf, Seite wechseln. Das rechte Bein ist ausgestreckt, du ziehst den linken Oberschenkel an den Brustkorb ran und dann bleibst du hier. Hebst deinen Brustkorb weit nach oben an und streckst den Arm aus
Zieh die Schulterblätter zusammen und halte hier noch zwei Atemzüge und dann löse langsam auf. Sehr gut, dann wechsel in den Fersensitz. Bring die Arme nach hinten, verzahn die Finger hinter deinem Rücken und atme hier tief ein. Bring die Arme von deinem Rücken weg, heb deinen Brustkorb auch hier wieder nach oben an. Und halte hier noch zwei Atemzüge. Und dann lehn dich langsam zurück und stütz dich auf den Fingerspitzen ab. Und von hier aus hebst du nun deinen Brustkorb nach oben an, ziehst die Schulterblätter zusammen und der Blick geht nach vorne. Jedes Mal, wenn du einatmest, versuchst du dein Brustbein noch höher nach oben zur Decke anzuheben. Und stell dir jetzt einfach vor, schließ mal deine Augen und stell dir einfach vor, dass dein Brustkorb von warmen Sonnenstrahlen erwärmt wird. Und dann löse langsam auf, beug dich nach vorne und stell das linke Bein auf. Komm in einen Ausfallschritt. Das rechte Knie geht nach hinten, dein linkes Knie ist über deine Ferse. Und dann lässt du dein Becken nach unten sinken, falls deine Matte zu dünn ist und das unangenehm am Knie ist, dann kannst du gerne deine Matte einmal einklappen oder ja, dir eine Decke oder ein Kissen schnappen, wenn du eins in der Nähe hast. Okay, und dann hebst du die Arme nach oben an, den Brustkorb und genießt auch hier die Öffnung. Atme hier tief ein und aus. Kreis die Arme nach hinten, verzahn deine Finger hinter deinem Rücken. Und dann löse langsam auf, stell deine Zehen hinten auf, schwing das Vorderbein nach hinten und dann Seite wechseln. Rechtes Bein aufstellen, positionier dich hier, das Becken sinkt nach unten. Du kannst die Zehen hinten aufstellen oder auch flach abgelegt lassen. Und dann atmest du hier ein, hebst den Brustkorb weit nach oben an, die Fingerspitzen ziehen zur Decke. Halte die Position noch 4 Atemzüge, gib das ganze Gewicht von deinem Becken nach unten ab. Und dann löse langsam auf. Achtung! Das Vorderbein schwingt wieder nach hinten. Und dann senkt die Knie ab. Setz dich wieder zurück in Richtung Fersen. Dreh dich einmal nach rechts auf. Einmal nach links. Und dann kommen wir zu der letzten Haltung, zum Kamel. Und hier gibt es verschiedene Variationen. Auch ja, immer wieder ganz wichtig, hör auf deinen Körper, wo ist deine Grenze, wo ist deine Rückbeuge auch, ja, in der Wirbelsäule. Erste Position, du platzierst deine Hände am unteren Rücken und ziehst die Ellbogen zusammen und hebst hier deinen Brustkorb nach oben an, die Füße können flach sein. Oder du platzierst deine Hände so, dass die Fingerspitzen in Richtung Boden nach unten zeigen. Roll das Becken ein, heb dein Brustkorb nach oben an und lehn dich hier zurück. Und wenn du das Gefühl hast, und sei ganz ehrlich ja, zu dir selbst, wenn du das Gefühl hast, dass du ein bisschen weiter gehen möchtest und kannst, dann kannst du zum Beispiel die Zehen aufstellen, den Brustkorb nach oben anheben, die rechte Hand in Richtung rechte Ferse bringen, die linke Hand. Und dann drückst du dich mit dem Brustkorb nach vorne und ziehst die Schulterblätter hinten zusammen. Schieb das Becken nach vorne weg, spann den Beckenboden an. Und wenn du möchtest, kannst du alternativ auch den Blick nach vorne ausrichten. Und dann Achtung, löse langsam auf. Setz dich nach hinten zurück,
Und wieder zurück auf deine Fersen. Einmal nach rechts aufdrehen. Und dann noch einmal nach links. Und dann verabschiede ich mich aus dieser Drehhaltung und hoffe, dass da ein paar Übungen für dich dabei waren, die dich in der Winterzeit ein wenig aufmuntern können. Bis zum nächsten Mal.